Und schon wieder zurück bei Pathfinder Wrath of the Righteous, wo wir noch immer am Schrein der Sakelege sind und ich gelesen habe, dass hier an dieser kleinen Rampe niemand runter kann. Das beruhigt mich doch sehr, wenn ich das richtig gelesen habe. Oh Gott, jetzt bin ich gerade verwirrt. Stand da, dass niemand runter kann oder stand da, dass jemand runter kann? Elfrin, es tut mir leid. Ich verwirre mich gerne so gern selbst. Ja, das kann ich auch recht gut. Also da bin ich echt gut drin. So, ich weiß, unsere Leute sind erschöpft, aber wir schaffen das bis nach Dresden. Komm, stellt euch jetzt nicht so an. Ihr werdet jetzt bitte nicht vor den Toren von Dresden Rast machen. Ernsthaft. Als erstes würde ich gerne Irabeth von unserem Sieg berichten. Gegen den Drachen. Irabeth wirkt heute ungewöhnlich lebendig. Ihre Augen strahlen wie seit der Schlacht um die verlorene Kapelle nicht mehr. Sie salutiert vor dir und nimmt eine stramme Haltung ein. Kommandant, verzeiht mir, dass ich euch mit einem persönlichen Anliegen behellige, aber ich wollte euch nur sagen, wie dankbar ich bin. Während des Angriffs aus Dresden habe ich mich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ihr hattet allen Grund, mich aus der Armee zu werfen oder zu den Verurteilten zu schicken. Stattdessen habt ihr mich unterstützt. Ihr habt mir geholfen, wieder auf die Beine zu kommen und weiterzukämpfen. Ihr werdet diese Entscheidung nicht bereuen. Ich schwöre, die Kreuzfahrer nie wieder zu enttäuschen. Weder durch meine Taten, noch durch meine Worte oder Gedanken. Ich werde dem Kreuzzug bis zuletzt treu dienen. Ich freue mich, dass es euch wieder besser geht. Das ist mir eigentlich das Wichtigste an dieser Angelegenheit. Danke, Kommandant. Irabeth lächelt. Ich habe meine inneren Dämonen besiegt. Jetzt kann ich wieder gegen die Echten kämpfen. Sehr schön. Da kommt sie gleich wieder. Kommandant, wir haben unerwartet Verstärkung erhalten. Diesmal allerdings nicht von der Königin, es sind Freiwillige. Etwas Interessantes ist vorgefallen. In Cheliax gibt es eine kleine Gemeinschaft, die den infernalischen Herzog Bifrons anbetet. Sein heiliges Tier ist ein Fuchs. Als Bifrons Jünger erfuhren, wer den Kreuzzug anführt, sahen die Mitglieder der Enklave es als Zeichen ihres Herrn. Sie haben eine ganze Einheit geschickt, um euch zu helfen. Es klingt, als wollten sie nur die Position ihres Kults stärken, um ein wenig Ruhm abzustauben. Andererseits, so geschmacklos die Sache auch anmutet, Teufelsanbetung ist nicht verboten und unter ihnen befinden sich einige ausgezeichnete Kämpfer. Wir werden ihnen erlauben, der Armee beizutreten. Es gibt ja, da muss man nochmal kurz den Kontext zu kennen. Es gibt in Pathfinder und auch im Dungeons & Dragons Universum gibt es Teufel und Dämonen. Teufel und Dämonen sind, zumindest soweit ich das aus dem Dungeons & Dragons Universum weiß, aus Faerun zum Beispiel, aus den Vergessenen Reichen, sind in einem ewigen Krieg miteinander verbandelt. Das heißt, die führen immer Krieg gegeneinander, denn Teufel und Dämonen können sich auf Hölle komm raus, auf Teufel komm raus, nicht ausstehen. Und das heißt, in dem Sinne könnte man hier sagen, ein gemeinsamer Feind macht uns eigentlich zu Freunden. Denn Teufel haben, also Dämonen haben für gewöhnlich vor, die Welt, das Multiversum, das Universum zu zerstören und ihren eigenen chaotischen Willen zu unterwerfen, während Teufel da doch eher, naja, nicht desinteressiert sind, aber sie haben zumindest, naja, sie haben keine Ambition, mal eben die gesamte Welt zu vernichten, weil dann wäre ja auch ihre Sache weg. Insofern, das ist zwar unerwartet, aber lasst ihr uns aufnehmen. Wir brauchen Soldaten. 18 Barbaren werden am Hauptquartier des Kommandanten rekrutiert. Wie ihr befehlt, Kommandant. Die Rekruten stehen euch in Kürze zur Verfügung. Danke. Irabeth, ich habe Nachrichten. Irabeth salutiert mit aufrichtigem Respekt vor dir. Guten Tag, Kommandant. Was kann ich für euch tun? Ich habe mich um den Drachen gekümmert, der unsere Patrouillen angegriffen hat. Ein Problem weniger, das uns Sorgen bereitet. Jetzt können wir die Extrawachen vom Drachendienst entbinden und nützlicheren Aufgaben zuführen. Ausgezeichnete Arbeit, Kommandant. Aber gern doch. War mir wie immer eine Freude. So, wir haben Barbaren aus Cheliax. Schön, die einen Fuchs anbeten. Ja gut, von mir aus, wenn sie das machen möchten, ist das ihre Sache. In meinem Reich, ich habe ja kein Reich, wir sind ja kein König, aber in meinem Kreuzzug soll jeder nach seiner Fasson glücklich werden.
Oh, die Überreste von Delamere, der Gesegneten, wurden nach Dresden gebracht. 12 Kleriker, 20 Waldläufer. Schön. Einladung von den freien Kreuzfahrern. Ich gehe natürlich hin. Ich habe ja auch schon wieder ein paar gewöhnliche Gegenstände, die ich da umwandeln könnte. Das Schicksal von Seelenschnitter. Als Staunton Vane auf die Seite des Bösen gewechselt hat, wurde aus seinem Kriegshammer eine Glefe namens Seelenschnitter geschmiedet und von der Dämonin Minago verzaubert. Nun liegt diese Waffe in den Händen der Kreuzfahrer und nur sie können entscheiden, wie man ihre Macht nutzen soll. Reinigen. Bitte, reinigen. Das andere steht gar nicht zur Debatte. 4 bis 13 plus 3 Adamantglefe. Handauflegen, Eifer, Energie fokussieren. Was würde das hier machen? 4 bis 13 Seelenschnitt, das sieht aber ziemlich böse aus dann, ne? Zaubert einen Dämon herbei. Nö. Und hier, das war ja das, was es aktuell ist, ne? Die Seelenschnitter, das hatte ja... Soziel hat die ja eine ganze Weile getragen. Ne, reinigen gefällt mir schon ganz gut. Der Fall von Staunton Vane ist ein tragisches und beschämendes Kapitel in der Geschichte der Kreuzzüge. Die Priester haben mit Gebeten und Ritualen seine einst so ruhmreiche Waffe gereinigt. Unter den Kreuzfahrern befindet sich offensichtlich ein Verbrecher auf der Flucht. Vor einem Jahr hat dieser Ritter einen Adligen in Nerosian ermordet und ist seiner gerechten Strafe entkommen. Der Mörder hat später seine Tat bereut und sich den Kreuzfahrern angeschlossen, um für seine Sünden zu büßen. Aber die Tochter des ermordeten Adligen will Vergeltung und fordert, dass der Verbrecher verhaftet und vor Gericht gestellt werden soll. Entledige dich der rachsüchtigen Adligen und schnapp dir ihren Schatz. Nein, also ich... Gut, eine Verurteilung natürlich, wenn er jetzt, sagen wir mal, hier irgendwo auf der Flucht wäre. Sofort verurteilt. Aber der Mann hat sich dem Kreuzzug angeschlossen gegen die Dämonen. Und das heißt, er wird früher oder später im Kampf gegen die Dämonen fallen. Sich dem Kreuzzug anzuschließen ist so ein bisschen, als würde man in die Legion der Verdammten eintreten. Wir nennen sie nicht so, das würde, glaube ich, die Moral der Leute auch so ein bisschen untergraben, fürchte ich, aber es muss uns bewusst sein, es werden sehr viele Menschen sterben, sehr viele Völker, die sich uns angeschlossen haben, werden Verluste erleiden und ganz ehrlich, es ist mir lieber, jemanden vorne auf dem Schlachtfeld zu haben, der im Zweifel für das, was er getan hat, damit büßt, dass er sein Leben im Kampf gegen die Dämonen gibt. Was dabei hilft, sie aufzuhalten für alle, die auf dieser Welt leben. Als dass wir ihn jetzt da rausholen, ihm den Kopf abschneiden und den Kopf zurückschicken. Das hilft niemandem. Das macht den Vater auch nicht mehr lebendig. Insofern, das Einzige, was ich hier sehe, was in diese Richtung geht, ist, stelle den reumütigen Ritter unter deinen Schutz. Chaotisch, Kreuzzugsmoral steigt, ja, das passt ja perfekt. Was wäre das hier gewesen? Rechtschaffen, 3000 Geldmittel, pah, er braucht schon Geld. Böse, Familienerbstück. Oder böse, schaltet den Erlass skrupelloser Erbe frei. Ne, das gefällt mir gut. Unter den Kreuzfahrern gibt es jede Menge reumütige Sünder. Sie sind über die Aussicht auf eine zweite Chance ausgesprochen erfreut. Ja, schickt mir all jene, die bereuen, was sie getan haben und sich reinwaschen wollen von ihren Sünden im Kampfe gegen das Chaos zur Rettung der Welt. Auf dass sie das Himmelreich erreichen mögen. Was? Nein, falsch. Ihr wisst aber, was ich meine. Auswirkungen der Entscheidung, eine Beledish. Ein fähiger Handwerker kann mit dem Relikt etwas anfangen. Ja, ja, das müssen wir alles wieder reparieren lassen, ne? So, was haben wir denn noch? Ereignisse haben wir abgehandelt. Entschuldigung, das war der obligatorische Pathfinder-Nieser. Rangaufstiege. Festigung diplomatischer Beziehungen. Nun ja, Diplomatie. Da gucke ich erstmal, was wir sonst noch so haben. Hier können wir ohnehin gerade nichts machen. Hilfe von Königin Gallifrey. Nicht genügend Ressourcen. 12 Paladine, 30 Streiter. Die Paladine könnte ich brauchen, ne? Die haben wir ja in der Legion Spitzohr, oder? Oder? Ich muss hier mal investieren.
Können wir dann auch das hier machen? Warte mal, die Entwicklung. Ja, die können wir dann... Nee, da fehlen uns diese Ressourcen. Entwicklung, Außenposten zur Bastion. Wir sollten da aber wirklich mal... Wir sollten da vielleicht wirklich mal ein Auge drauf werfen, ne? Dass wir das auch mal machen. Siehst du, jetzt hätten wir... Welchen Außenposten würde ich gerne zur Bastion erweitern? Hier unten die schließe ich mal aus. Theoretisch ist die einzige... Hier könnte man natürlich noch eine... Aber das wird dauern, bis wir in diese Richtung kommen. Das wird dauern, bis wir hier ankommen. Das heißt, der Außenposten, der eigentlich diesen gesamten Bereich hier unten schützt, ist dieser hier. Denn alles, was von hier unten kommt, aus diesem Bereich, muss dann, wenn ich das richtig erfasst habe, über diesen Außenposten kommen. Und hier oben... Ja, hier können sie dran vorbeilaufen. Aber ich meine auch gelesen zu haben, dass sie immer den nächsten Außenposten angreifen, den sie finden können. Und nicht dran vorbeilaufen. Das heißt, auch hier wäre dieser Außenposten in einer akzeptablen Entfernung zu Dresden. Dass wir ein bisschen unsere Fühler ausstrecken, weißt du? Und die Königin, da werden wir auch die Hilfe annehmen, natürlich. Reliquien, ja. Das ist Diplomatie. Das ist, glaube ich, alles Diplomatie. Ja, Diplomatie ist gerade beschäftigt, Leute. 7 Tage für die Königin. Das ist ein bisschen doof, aber gut. So, dann haben wir hier aber erstmal alles erledigt. Da ist die Reservelegion Spitzohr und da ist die Kreuzfahrerarmee 2. Das sind 5 teuflische Kavallerie. Kann ich die nicht mit irgendwas vereinen? Mit der Reserve wahrscheinlich, ne? Kann ich nur mit der Reserve hier vereinen. Ja, die teuflische Kavallerie neben den Paladinen und den Waldläufern. Schön. Schön. Ja, es ist, naja gut, man nimmt, was man kriegen kann, ne? Ist so eine Dreierreserve, guck mal. Das ist schon richtig gut. Nicht schlecht. Die Legion des Fuchses kann sich gerade nicht bewegen, die Legion Spitzohr auch nicht. Das heißt, für uns die Gelegenheit, einmal unser Köfferchen zu packen und uns aufzumachen in Richtung freie Kreuzfahrer. Aber vorher werden wir hier einmal schlafen. Ich muss mir gerade mal die Nase putzen, Sekunde. Ganz schlimm. Ich habe das Fenster aufgemacht. Ja, ich habe das Fenster aufgemacht. Das war der ausschlaggebende Punkt dafür, dass gerade die Allergie mich umbringt. Das ist so schlimm. Nach draußen gehen ist aktuell für mich echt schwierig. Schwierig. Ich schlafe erstmal. Danach werde ich das Inventar aufräumen. Werde mal ein paar Sachen, die wir gefunden haben, mit Sicherheit auch rauspacken. Und dann ist gut. Knock, knock. Who's there? Hera. Hera who? Hera Lictor Regil. No, you're supposed to say knock knock, and I'm supposed to say who's there, and then you reply. Go on, try it again. Ich habe eine Frage, schlafen die alle bei mir im Zimmer? Schlafen die alle bei mir im Zimmer? Was war das? Was war das? Will ich es wissen? Ich glaube nicht. Aufräumen. Seelenschnitter ist schön. Brauchen wir aber im Moment nicht. Blitzschnitt und so weiter, das ist wahrscheinlich wieder was für Woljiv, ne? Woljiv geht ja mit Kurzschwertern durchaus ins Gericht. Zweihändige Axt plus 1. Blitzschnitter kommt erstmal in die Kiste. Der Seelenschnitter kommt in die Kiste. Der Rest kann, glaube ich, auch verkauft werden. Blitzkompositbogen, der ist zwar schön, da können wir mal gucken, ob da eventuell... Brustplatte plus 2. Ob da eventuell jemand von uns Interesse dran hat, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Hälfte des Paars würde mir sehr gut gefallen. Oh. Oh. Das ist ja auch was für Woljiv, oder?
pack's trotzdem erstmal in die Kiste. Wir haben soweit jetzt erstmal alles ausgerüstet. Das Hälfte des Paars behalte ich aber mal für alle Fälle. Ich muss mal ein bisschen aussortieren hier. Und unsere Leute neu ausrüsten werde ich bei Zeiten mit Sicherheit auch nochmal machen. Die ganzen Dinger hier kann ich im Prinzip auch verkaufen, weil wir nutzen sie niemals. Niemals. Die haben kein Gewicht, Gott sei Dank. Gott sei Dank, wenn die ein Gewicht hätten, wäre es schlecht. Das Ding hat ein Gewicht. Hey, das auch. Und das sind unsere normalen Gegenstände, die ich jetzt erstmal rüberbringen werde dann zu unserem Hof. So, zack. Ein bisschen Gewicht reduziert. Beautiful. Es ist halt einfach beautiful. Ja, nee, verkaufen wollte ich ja nichts. Das heißt, ich kann das Gebiet verlassen. Oh Gott. Ich glaube, ich sterbe gleich. Es ist so schlimm. Und ich kann wieder, endlich, Arushali mitnehmen. So, die Armeen marschieren auf uns zu. Das ist okay. Da unten 4 und 5. Die Viererarmee ist hier irgendwo. Welche ist denn das genau? Da. Diese Viererarmee ist das, die auf uns zumarschiert. Okay. Mit Succubi und Kopfgeldjägern. Ah ja, gut. Zum Glück können sich unsere Armeen wieder bewegen. Wir werden denen nämlich jetzt entgegenstürmen und quasi in den Angriff übergehen. Angriff ist die beste Verteidigung. Und schnappen uns diese Sechser-Dämonen-Armee hier. Oh, das könnte interessant werden. Es könnte interessant werden. Okay. Da. 4 bis 15. Hier nimmt es 9 bis 72 weg. 5 bis 15. Hier oben wird es 29. Und bei den Primoraks bringt es überhaupt nichts. Das heißt, mehr Sinn macht es hier. Und ich werde, glaube ich, erstmal die Derakni und die Dredges mitnehmen. Oder den Veskavoren. Ich glaube, ich nehme den Schwarm mit. Es war mir eine Freude. Primoraks hasse ich wie die Pest. Und Babaus eigentlich auch. So viel dazu. Du darfst dich mit den Todesrittern, mit den Höllenrittern auseinandersetzen. Macht dir bestimmt Spaß. Oh nein. Bitteschön. Frisch aus Dresden die Pfeile. Freust du dich bestimmt. Okay. Wir sind schon. Also das ist aber auch hauptsächlich der Feuerball und so weiter. Also die magischen Fähigkeiten, die der Kommandant mitbringt, die machen uns da auch sehr stark. Nach der Vertreibung der Dämonen aus Adlerfels, dem einstigen Außenposten der Kreuzfahrer, der während des vierten Kreuzzugs gefallen war, stellten die Krieger bestürzt fest, dass die Dämonen die Befestigung in einen erbärmlichen Zustand versetzt hatten. Allerdings entdeckten sie in den Gemächern des Marschalls eine mit Schätzen gefüllte Truhe, die den neugierigen Blicken von Plünderern offenbar entgangen war. Oh, Weisheit plus 4. Das ist nicht schlecht. Nein! Okay, das war die falsche Richtung. Man weiß ja halt auch nicht so genau, wohin die jetzt gehen, ne? Ist immer ein bisschen schwierig. So, die Legion Spitzohr legt sich mit denen hier oben an. Sie muss einmal in den Kampf geführt werden. Damit die Kommandantin Erfahrungspunkte erhält. So, sie hat leider nicht die tollsten Zauber. Aber sie ist ja auch keine richtige Zauberin. Truppenverteilung Infanterie. Wir haben nur Infanterieeinheiten. Ne, wir haben hier einmal Kavallerieeinheiten. Ja, als Kommandantin kann sie uns im Augenblick noch nicht wirklich
hilfreich sein. Und das sind tatsächlich Nahkämpfer. Die Hexenmeister sind tatsächlich Nahkämpfer, die können aber das hier. Sehr gut. Puh. Oh wow. Ich habe ein ungutes Gefühl bei diesem Kampf. Ein sehr ungutes Gefühl. Wie weit können die laufen? Bis da vorne, bis da vorne und bis da vorne. Das heißt, hier bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. Ach, der kann auch zaubern. Schön. Was hat er gemacht? Irgendwas Schlechtes. Oh, 1 bis 4. Alles klar. Ja gut, aber die stecken ja auch nur ein. Das habe ich ja gelesen. Ne? Das sind die puren Einstecker hier oben. Die machen sonst nichts. Das war zu erwarten. Das war ein grober Fehler meinerseits. Aber ich glaube, alleine unsere zahlenmäßige Überlegenheit wird hier dafür sorgen, dass wir im Zweifel, wir werden natürlich ohne Zweifel Verluste hinnehmen müssen, die ins Krankenbett gehen. Aua. Ich will jetzt erstmal diese Schirrs hier aus dem Kampf raus haben. Wobei die Schirrs ja eigentlich die Zwerge da oben angreifen, was ja für die kein Problem ist. Und unsere Kavallerie sich da doch ein bisschen schwieriger tut mit den Angriffen hier. Das sind keine so sauberen Kämpfe mit der Legion Spitzohr. Da muss ich, glaube ich, nochmal an der Truppenzusammenstellung doch ein bisschen feilen. Aber viel hängt halt auch von ihr ab. Und sie hat halt einfach nicht die richtigen... Also, sie hat keine Zauber. Sie ist keine Zauberin. Da werden wir definitiv Truppen verlieren jetzt. Weil so viel kann, glaube ich, nicht in das ins Lazarett... Wow. Okay, die Hexenmeister wurden wiederhergestellt. Zwei von denen, aber 58 Kavalleristen haben wir verloren. Wow. Puh. Das ist übel. Ach, da ist eine nächste Dämonenarmee im Anmarsch. Um Gnade winselnd deutet einer der gefangenen Dämonen auf einen unauffälligen Spalt im Fels, den seine Einheit bis zur Ankunft einer Gruppe von Sklaven bewachen sollte. Nach der Untersuchung des Spalts kehren die Kreuzfahrer zum Kommandanten zurück und präsentieren ihm voller Stolz eine Handvoll funkelnden Staub. Der Spalt beherbergt eine Adamantader. Dieses seltene und wertvolle Metall wird sich für die Mendevianische Armee als ausgesprochen nützlich erweisen. Plus Materialpunkte mal 5? Okay. So, mit der 5er Armee hier werde ich mir jetzt nicht anlegen mit der Legion Spitzohr. Um ehrlich zu sein, denn die hat doch einiges an... Ach, guck mal hier, sie kann aufsteigen. Zauberkunde 1. Nee. Da ist es. Manövermeister 1, endlich annehmen. So, die Legion Spitzohr zieht sich nach Dresden zurück. Die hat ihre Schuldigkeit getan, wird sich in Dresden neu aufmunitionieren, eventuell auch nochmal ihre Konstellation überdenken. Könnt ihr mir vorstellen, dass wir da dringend Waldläufer bzw. Fernkampfeinheiten brauchen. Die Legion des Fuchses hat sich so weit bewegt, wie sie konnte. Und wir haben einen weiteren Auftrag. Nämlich hierhin zurückkehren. Als sie euch sieht, schreit Aranka vor Freude auf. Ah, und da ist die Person, die uns sagt, was zu tun ist. Sie gestikuliert allen, still zu sein.
Vor ein paar Wochen hatten wir eine tolle Feier im Lager. Wein und Lieder hatten unsere Stimmung so sehr gehoben, dass unser Lachen von einer höchst neugierigen Besucherin gehört wurde. Ihr Name lautet Weiser Donner. Sie ist eine Azata und eine Reisende aus dem Elysium. Sie mochte uns so sehr, dass sie über Nacht bei uns blieb. Und am Morgen nannte sie sich unsere ewige Freundin. Dann versprach sie, dass ihr Gefolge für immer dem Ruf der Kreuzfahrer folgen würde. Seitdem kommen stets neue Freiwillige in unser Lager, Leute, die Weiser Donner getroffen haben und sich von ihren Geschichten über uns beeindruckt zeigten. Erst kürzlich kam eine ganze Einheit zu uns, allesamt Anhänger von Caden Kalian. Der betrunkene Gott. Wir kamen sofort gut miteinander aus, aber es fühlte sich nicht richtig an. Wir hatten Spaß, während eure Soldaten gelangweilt und griesgrämig ihren Dienst verrichteten. Also dachten wir, die Cadeniten sollten in eure Armee eintreten, um die Moral zu heben. Sie gingen zu den Anwerbern und sagten, wir sind hier, um zu dienen, zu helfen und alle aufzuheitern. Eure grimmigen Offiziere haben die Freiwilligen nur eines kurzen Blickes gewürdigt und sich dann einstimmig geweigert, sie auch nur in die Nähe der Truppen zu lassen. Sie sagten, die Cadeniten würden jegliche Disziplin in der Armee völlig zerstören. Disziplin ist ja schön und gut, aber geht das nicht auch etwas entspannter? Ihr könntet ihnen Aufgaben suchen, die ihren Stärken entsprechen. Lasst sie euren Rekrutierungsoffizieren helfen, neue Soldaten zu ködern. Die Cadeniten sind für ihre Eloquenz berühmt. Oder setzt sie zur Informationsbeschaffung ein. Ihre Abenteuerlust würde sie bis in den Schlund von Lamashtu persönlich führen und sie würden mit wertvollen Informationen zurückkehren. Wer ist denn diese weise Donner und was hat sie für ein Gefolge? Oh, sie ist schon eine ganz kluge und sehr einfühlsam noch dazu. Sie ist wirklich empört über alle Formen der Tyrannei und ihr gesamtes Gefolge teilt dieses Gefühl. Auf ihren Reisen wird Weiser Donner immer von ihrem treuen Yama Azatas, Verzauberinnen und Freiheitskämpfern begleitet. Viele von ihnen waren von unserem Mut so gerührt, dass sie auch unsere Freunde werden wollen. Und warum genau weigern sich die Offiziere, Cadens Anhänger der Armee beitreten zu lassen? Weil sie zu lebenslustig und freiheitsliebend sind. Sie mögen es nicht, wenn euer Sergeant Befehle plärrt. Dieser wilde Haufen ist in jeder Hinsicht das Gegenteil eurer Soldaten. Daher behandeln die Offiziere sie wie Außenstehende. Aber wer schon so lange unmittelbar neben der Weltenwunde lebt, der darf wohl ein wenig misstrauisch sein. Sie kämpfen seit Jahren und haben Dinge gesehen, die schlimmer sind als die Albträume der meisten Leute. Doch das ist nicht das Problem. Die Kreuzfahrer pflegen einen Lebensstil, die Cadeniten einen anderen. Und wir sollten den freien Kreuzfahrern nicht das strenge mendevianische Regime aufzwingen, aber umgekehrt sollten wir die Kreuzfahrer auch nicht zwingen, in einem Chaos zu leben, in dem sie sich nicht wohlfühlen. Diese Leute mögen es nicht so unordentlich wie wir. Als höfliche Gäste müssen wir uns an die Regeln unserer Gastgeber halten. Da hat er vollkommen recht. Wie können denn die Talente der Priester am besten genutzt werden? Am besten wäre es wohl, sie neue Soldaten für den Kreuzzug rekrutieren zu lassen. Diese liebenswerten Trunkenbolte sind äußerst redegewandt. Sie würden selbst den größten Skeptiker überzeugen. Und sie reisen gerne. Das Abenteuer liegt ihnen im Blut und ihre Beine sind schneller als der Wind. Und zu guter Letzt hat der zufällige Gott sie auch noch großzügig mit Glück gesegnet. Ihr könnt stets darauf zählen, dass diese Leute eine verlorene Börse oder einen vergrabenen Schatz finden. Früher Sonnenuntergang räuspert sich. Die Flammen dieses Streits wurden durch Stolz geschürt. Nicht von den Bürgern von Mendev, sondern von denen, die ihnen zu Hilfe kamen. Diese tapferen Cadeniten sollten ein Mindestmaß an Respekt zeigen und zumindest so tun, als ob sie die hiesigen Bräuche respektieren würden. Was für ein Schock war es zu hören, dass das rechtzeitige Aufwachen oder das Marschieren in Formation den freien Geist einer Person vernichten könnte. Diese Haltung spricht für eine ungesunde Zerbrechlichkeit. Ich finde das auch eine gute Entscheidung, dass wir die nicht in die konkrete Armee mit reinnehmen, aber dafür sorgen, dass wir sie nutzen, um neue Leute zu rekrutieren. Ich glaube, in der regulären Armee würde ihre Art und Weise tatsächlich ein bisschen an der Disziplin rütteln. Schaltet die Söldnereinheit Glockenblumenkämpfer frei. Zielgenaue Scharfschützen. 17 Glockenblumenkämpfer werden am Hauptquartier des Kommandanten rekrutiert. Die Kosten für das Rekrutieren von Söldnereinheiten sinken um 5%. Das finde ich gut. Die Geldmittelpunkte-Einkommen steigt um 10%. Oh, hüha, das ist natürlich auch gut gewesen. Kleriker von Caden Kalian frei.
Zauberkundige die Verbündete herbeibeschwören und verstärken können. Ich bin zufrieden mit der Entscheidung hier. Aranka nickt entschlossen. Ich bin sicher, ihre Eloquenz wird weitere Leute anziehen. Solche, die Kreuzfahrer werden und solche, die ihnen helfen können. Schon jetzt haben sie jede Menge Freunde, die bereit sind, Blut zu vergießen, um sich von der Tyrannei zu befreien. Ob durch Dämonen oder durch sterbliche Könige, das schert sie nicht. Das ist ein komisches Gefühl. Wir sitzen im selben Boot, wir vergießen Blut und kämpfen gegen dieselben Dämonen, aber es ist dennoch schwierig, einander zu verstehen. Ich bin froh, dass wir euch haben. Bei unserer nächsten Auseinandersetzung komme ich direkt auf euch zu. Okay. Mach ich doch gerne. Alles klar. Let's see what we can do. Gut, noch mehr neue. Wir haben mittlerweile so viele verschiedene Einheitentypen, dass ich die alle gar nicht unterbringen kann. Wir haben 700 Einheitentypen und von jeder Einheit haben wir 6. Aber es können nur jeweils 3 in einer Armee. Das ist ein bisschen kompliziert. Und hier sind unsere Baumfreunde auch angekommen. Die sind mittlerweile auch da. Na gut, wie es weitergeht, finden wir raus. Aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.